Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer bei Birgits Musikstunde. Ich zeige euch heute, wie ihr alle eure Lieder mit Zweierakkorden begleiten könnt. Zweierakkorde, das sind unvollständige Akkorde. Ihr wisst, ein Akkord hat eigentlich drei Töne, etwa der C-Akkord oder der G-Akkord. Wir wenden jetzt einen kleinen Trick an und spielen statt drei Töne nur zwei Töne. Doch schaut selbst, Akkorde spielen wir immer mit der linken Hand. Ich lege mal die Töne vom C-Akkord hin. Die braucht ihr euch jetzt nicht zu merken. Das wäre der vollständige C-Akkord. C, E, G mit 5, 3, 1. Das wäre der G-Akkord. Den braucht ihr euch auch nicht zu merken. Wir lassen nämlich den mittleren Ton weg und den C-Akkord, da spielen wir C und G mit 5, 1. Und immer wenn in den Noten steht G-Akkord, geht der kleine Finger eine Taste nach unten und wir spielen die Töne H und G. Wenn wieder steht C-Akkord, gehe ich zurück und spiele C, G. Also, ihr seht, der Daumen bleibt immer auf dem G liegen. Ihr müsst ein bisschen trainieren. C und G. Und dann muss der kleine Finger eine Taste abwärts gehen. Zum C-Akkord geht der kleine Finger wieder zurück zum C. Das solltet ihr spielen können, ohne mit den Augen hinzusehen. Versucht's mal, drückt auf Pause und spielt, ohne mit den Augen zu schauen. So, wenn ihr das gemacht habt, dann geht es weiter. Auf die Weise könnt ihr alle Lieder, die ihr bis jetzt gespielt habt, wo ihr immer nur ein C oder ein G gespielt habt, das könnt ihr jetzt mit Zweierakkorden begleiten. Dann tschüss, bis zur nächsten Lektion.